Zu Wort gemeldet. Wir kommen nun zum Ende der Tagesordnungspunkte. Es ist noch ein Redner gemeldet. Es ist der gebürtige Welser Ralf Schallmeiner. Danke, von den Grünen. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause am Livestream um diese Uhrzeit noch. Ich möchte noch kurz eingehen auf den erst eingebrachten Entschließungsantrag der Kolleginnen und Kollegen der NEOS zur Liberalisierung im Handel. Nachdem ich ja selber 1996 maturiert, 1997 eine Lehre als Großhandelskaufmann begonnen habe und seither eigentlich ausschließlich, bis auf ein Jahr, eigentlich ausschließlich immer im Handel gearbeitet habe, kann ich ein bisschen was dazu sagen zu dieser Idee. Insbesondere dadurch, dass ich ja selbst eine Öffnungszeitliberalisierung ja auch miterlebt habe im Großhandel, kann ich Ihnen sagen, also diese Idee bringt nichts. Sie wird nichts bringen, sie wird nur eines bringen, sie wird den Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Handel noch weiter erhöhen. Wir haben in Österreich 550.000 Angestellte im Handel. Das großteils Frauen, ganz, ganz viele davon auch durchaus in prekären Arbeitsverhältnissen. Diese Liberalisierungen führen nur dazu, dass aus Vollzeitarbeitsstellen Teilzeitarbeitsstellen werden. Es führt nur dazu, dass eben der Druck auf die meistens Frauen, oftmals Alleinerzieherinnen, noch größer wird, eben dann am Sonntag reinzukommen. Dann gibt es eben keine Work-Life-Balance mehr, dann gibt es eben kein Wochenende mehr gemeinsam, sondern dann heißt es halt, naja, wir bräuchten dich jetzt schon und das kannst du doch nicht machen und die andere Kollegin und, und. Also ich kenne das alles zur Genüge und ich kann Ihnen sagen, das geht nur, einzig und alleine, auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da hat niemand etwas davon. Zweite Sache, dass der österreichische Handel grundsätzlich ein Strukturproblem hat, ist, glaube ich, unbestritten. Es gibt derartig, also es gibt, glaube ich, kaum ein Land in Europa oder, glaube ich, auch weltweit, wo der Handel, so wie in Österreich, derartig hohe Quadratmeteranzahl hat wie hier. Das heißt, Österreich hat ein riesengroßes Strukturproblem. Das ist ja unbestritten. Aber da bringt es nichts, hier zu liberalisieren. Das ist im Endeffekt der Fehler, der in den letzten 10, 15 Jahren ja auch gemacht wurde, durch eine total undurchdachte, teilweise zum Teil wirklich eine überdurchschnittlich dumme Raumordnungspolitik in den Ländern, in den Gemeinden, wo man im Endeffekt nur geschaut hat, Quadratmeter, Quadratmeter, Quadratmeter. Das bringt nichts, das bringt uns heute nur Probleme. Das werden wir auch durch eine Liberalisierung der Ladenöffnung nicht verhindern können. In diesem Sinn, dieser Entschließungsantrag kann mit gutem Gewissen abgelehnt werden. Er ist einfach nur arbeitnehmerinnenfeindlich.